Sie sind weiß, extrem selten und sie mögen keine Sonne. In dieses Pariser Tropenaquarium sind zwei Albino-Alligatoren eingezogen. Die beiden Tiere sind gut ein Jahr alt und kommen aus Florida. Albino-Alligatoren sind extrem selten. Beide Elternteile müssen den entsprechenden Gendefekt haben. In freier Wildbahn wären die Jungtiere mit ihrer auffälligen Farbe leichte Beute für Fressfeinde. Außerdem würde UV-Strahlung ihre Haut verbrennen. Selbst in Gefangenschaft gibt es nur einige wenige Albino-Alligatoren. Hier in Paris können die Tiere dagegen ein ruhiges Leben im Schatten verbringen. Der Leiter erwartet, dass sie etwa 2 Meter lang werden. Ihre Lebenserwartung etwa 30 Jahre. Die Besucher sind begeistert. Schon was, wenn man sie sieht, weil sie so selten sind. Einen Namen haben die beiden Tiere noch nicht. Das Aquarium will aber bald einen entsprechenden Wettbewerb ausschreiben für seine neuen Stars.